In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Unser Augsburg ist eine Kooperation von ATV und den Kommunalunternehmen der Stadt Augsburg. Business TV. Hallo und herzlich willkommen zu Unser Augsburg. Heute widmen wir uns voll und ganz dem Thema Holz. Was viele nicht wissen, Augsburg ist die Stadt mit dem zweitgrößten Waldbesitz in Deutschland, hinter der Stadt Brilon im Sauerland. Warum Holz so wichtig ist für unsere Region und wie viel Arbeit in so einem Wald steckt, ja, das möchte ich heute mal herausfinden, und zwar hier in Hauenstetten, denn hier ist der Sitz der städtischen Forstverwaltung. Und da schauen wir jetzt mal rein. Rund 7500 Hektar Wald müssen schließlich auch von irgendwem bewirtschaftet werden. Seit 11 Jahren geschieht das in Augsburg unter der Leitung von Hartmut Dauner. Herein. So, Herr Luginger, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dauner. Ich habe leider keine Anfrage, ich habe aber gleich mal ein Gastgeschenk mit dabei. Können Sie bestimmt brauchen, oder? Zum Holz, vielen herzlichen Dank. Besser könnte es gar nicht klappen. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich will Ihnen schnell eine kurze Einweisung geben in die Stadtforstverwaltung. Bitte schön, klar, komme ich gleich mit. Der Waldbesitz der Stadt Augsburg verteilt sich auf insgesamt 9 Landkreise. Zum besseren Überblick ist er hier grün eingefärbt. Jetzt haben Sie hier eine ganze Karte mit Ihren Wäldern, mit Ihrem Besitz. Gut, das gehört ja nicht Ihnen alleine, das gehört ja der Stadt. Aber Sie sind quasi der Manager. Ich bin verantwortlich für diesen Wald, und die Stadt Augsburg ist nicht nur die zweitälteste Stadt Deutschlands, sondern sie ist auch die zweitgrößte waldbesitzende Kommune Deutschlands. Wir haben in den vergangenen 10 Jahren immerhin knapp 300 Hektar Wald ankaufen können und haben so die Stadt Baden-Baden vom Platz 2 verdrängt und sind dabei, die Stadt Brilon, die den größten Waldbesitz in Deutschland hat, vielleicht noch in den nächsten Jahren zu überholen. Oh, okay. Und dann ist man Waldmeister, oder wie nennt man das dann? Könnte man sagen, Forstmeister erster Klasse. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Holz der Energieträger schlechthin und hat auch die Fuggerstadt positiv geprägt. Augsburg hat seine Entwicklung dem Wasser und dem Holz zu verdanken. Ohne diese strategisch günstige Lage zwischen Wertach und dem Lech, und der Lech war flößbar, wäre Augsburg im 15., 16. Jahrhundert nicht so gewachsen. Denn hier wurde das vielseitig verwendbare Fichtenholz, das kam aus den Alpen, also aus dem Allgäu und zum Teil auch aus Tirol, da hatte die Stadt Augsburg Holznutzungsrechte. Im 16. Jahrhundert hat mein Vorvorgänger, der Herr Dr. Loderer, ermittelt, dass zwischen 3.000 und 5.000 Holzflöße in Augsburg ankamen. Und die haben natürlich auch Waren mitgebracht, die Flöße. Aber das Holz ist überwiegend zum Aufbau der Stadt verwendet worden. Augsburg war die führende Stadt im ausgehenden Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit. Da haben in anderen Ländern die Wildschweine ihre Hintern noch an Eichen abgekratzt. Da hatte Augsburg schon eine 1.000-jährige Kultur. Rund 50.000 Kilometer fährt Hartmut Dauner jedes Jahr von Wald zu Wald. Heute darf ich ihn begleiten. So, Herr Dauner, jetzt sind wir schon unterwegs. Wohin geht's? Jetzt fahren wir in das südlichste städtische Forstrevier nach Mittelneufnach. Mittelneufnach ist auch das flächenmäßig größte Revier. Wie groß ist das Waldgebiet hier? Das Forstrevier hat knapp 1.300 Hektar, das wir aufsuchen. Es gibt dort einen Revierleiter, der im schönsten Forstdienstgebäude der Stadt Augsburg arbeiten und wohnen darf. Das ist ein Palast, oder was? Ein Schlösschen. So, hallo, Luginger. Treu, hallo. Treu, jawohl, das sind Sie hoffentlich auch, oder? Ja, natürlich. Okay. Ihren Chef kennen Sie ja? Ja, Herr Dauner, ich grüße Sie. Herr Treu, schön haben Sie es da. In einem Schlösschen als Arbeitsstätte, das hat auch nicht jeder, oder? Ja, das stimmt. Also das ist außergewöhnlich, dass man so ein Forsthaus auch bewohnen darf. Zusätzlich meine Arbeitsstelle und ein Büro, oben Wohnung. Ah, Sie wohnen da? Ja, ich wohne hier. Ach, ja, das so. Ist eine Dienstwohnung. Ja, ist ein Traum. So schön es ist, in einem Schlösschen zu leben, im Winter brauchen Sie schon wahrscheinlich mehr als eine Wolldecke dann, oder? Ja, natürlich. Also das Gemäuer ist aus dem 17. Jahrhundert und ist denkmalgeschützt und natürlich nicht gedämmt. Die Fenster sind alte Holzfenster, es zieht rein. Also man braucht schon Material. Zum Glück sitzt Christian Treu ja an der Quelle. Normal wird jetzt zwar kein Holz mehr gemacht, Sturm Niklas hat aber einiges an Arbeit hinterlassen. Wer entscheidet dann jetzt darüber, welcher Baum wegkommt, wenn er nicht jetzt gerade wirklich eindeutig krank ist? Oder, also gibt es da irgendwie einen Plan?
Ja, also es gibt einen Satz, der ist etwas lustig. Am schönsten hat es die Forstpartie, die Bäume wachsen ohne sie. Aber so ist es nicht ganz. Wir bewirtschaften diesen Wald nach Plänen. Da gibt es einmal eine mittelfristige Planung, die Forsteinrichtung. Die wird alle 20 Jahre erstellt, gliedert sich in eine Inventur, in eine Planung für die nächsten 20 Jahre und ein Controlling für den rückliegenden Zeitabschnitt. Und diese 20-jährigen Pläne werden dann mit dem Herrn Treu und mir in Jahrespläne umgeformt. Die Waldarbeiter Schorsch und Alex sorgen dann dafür, dass auch alles nach Plan läuft. Neben dem Holzeinschlag muss die Forstverwaltung aber auch dem Naturschutz gerecht werden. Das heißt, stabile Mischbestände begründen und alte Bäume erhalten. Und jetzt sind wir vom Landwald im Auwald gelandet. Hier, man hört schon, ist ein bisschen weniger Action, oder? Hier ist weniger Action, vor allem in den Sommermonaten, denn dieser Wald hat viele Funktionen zu erfüllen. Er ist Trinkwasserschutzgebiet. 90% des Augsburger Trinkwassers werden aus diesem Gebiet gefördert. Er ist Naherholungsraum für die Augsburger Bevölkerung. Wir haben über 4 Millionen Waldbesucherkontakte pro Jahr und er ist seit 1940 Naturschutzgebiet. Und all diese Funktionen zu bedienen, ist nicht immer ganz einfach, denn Diener mehrerer Herren zu sein, ist immer schwierig, aber wir bemühen uns, die Funktionen zu optimieren. Okay, Sie haben gesagt Trinkwasserschutz, das heißt, direkt unter uns ist Trinkwasser, oder? Es ist direkt unter uns ein riesiger Trinkwasserfilter, bestehend aus 6 bis 8 Meter Kies. Über dem liegt etwas Humus. Und wie das Ganze abläuft, das wird uns die Frau Seiler von den Stadtwerken erklären. Die Trinkwasserbrunnen im Stadtwald sind großräumig umzäunt. Dadurch soll verhindert werden, dass Keime ins Grundwasser gelangen. Kann man dann das Wasser, das da unten im Brunnen ist, auch trinken? Also das könnte man hier bedenkenlos trinken, weil wir in Augsburg ja den Glücksfall haben, dass wir ganz naturreines Wasser völlig ohne Aufbereitung an die Bürger weitergeben können. Da ist ein Wasserhahn, kommt da das Wasser aus dem Brunnen raus? Ja, genau. Der dient eigentlich. Dann könnten wir doch nicht nur das Wasser trinken, sondern wir tun es einfach, oder? Wir machen es einfach, genau. Sie vielleicht mal als erstes zur Sicherheit. Und? Einwandfrei. Schmeckt. Klar. Mal auch. Das ist direkt hier aus dem Boden. In wie vielen Metern Tiefe? Das kommt jetzt ungefähr ab 3,50 Meter beginnt der Grundwasserspiegel hier. Das ist ja nichts. Das ist ja gleich darunter. Ja, genau, genau. Und deswegen ist ja auch in Augsburg der Wasserschutz so wichtig. Spannend zu sehen, wie viele Menschen sich hier dafür engagieren, dass nicht nur unser Wasser sauber ist, sondern auch, dass unsere Wälder ein so schönes Naherholungsgebiet sind. Und das quasi direkt vor unserer Haustür. Aber am besten, man erkundet den Augsburger Stadtwald bei einem Spaziergang. Denn bei so einem sieht man die ganze Schönheit der Natur und trifft auch immer wieder auf Unerwartetes. Ah, das sind schon Gleichgesinnte. Hallo, Hallo, grüß Gott. Und wir haben dasselbe Ziel, oder? Ja. Ein Waldspaziergang. Wir gehen hier im erholsamen Siebentischwald spazieren. Mhm. Machen Sie das öfter? Ja, sehr oft. Was gibt Ihnen das? Es ist einfach die Ruhe hier, die gute Luft, die Vöglein zwitschern, nette Leute trifft man. Danke, danke. Ja, und den Tieren gefällt es auch, gell? Wer ist das? Das ist der Paul. Der Paul. Paul, gehst du auch gerne in den Wald? Ja, darf ich streicheln? Gerne. Der Paul ist brav, er muss nur Sitz machen. Sitz macht er, gell? Sitz macht der Paul, ja. So, und Sie gehen genauso gern wie der Paul in den Wald? Ich gehe mit dem Paul jeden Tag in den Wald, weil er muss ja spazieren gehen, er muss seine Hundefreunde treffen und ich treffe nette Leute im Siebentischwald. Es ist sehr schön und erholsam. Mhm. Ja, gell, das ist, die Luft ist gleich ganz anders, gell? Die Luft ist anders, ich bin ein großer Pflanzenliebhaber, was man alles so sieht und das genießt man natürlich, ist einfach schön. Und ja, dann will ich Sie nicht länger beim Spazierengehen stören. Ich gehe auch wieder weiter, weil hier gibt es ja einiges zu erleben im Wald. Gell? Ja, also nicht nur nette Menschen trifft man hier, sondern man sieht da einiges. Man sieht viele Tierchen, ja? Und nicht nur einen Paul, sondern auch Wilde. Vollkommen ungefährlich können Sie die im Waldpavillon bestaunen. So, und hier haben wir jetzt eine riesige Luftaufnahme vom Auwald. Wo sind wir jetzt gerade? Also wir sind hier am Rande vom Siebentischwald. Das ist hier der Parkplatz an der Sportanlage Süd und dieses helle hier ist das Waldpavillongebäude. Was genau macht man als Waldpädagoge dann?
Ja, ich versuche den Kindern und den Jugendlichen Begeisterung und Spaß am Wald und an der Natur zu vermitteln. Und daran arbeiten wir, ja. Wir wollen es wieder ein bisschen weg von der Playstation hin in den Wald und in die Natur. Das Revier Hauenstetten hat eine Fläche von 2300 Hektar. Besonders stolz ist die Forstverwaltung auf ihren Schneeheide-Kiefernwald. Denn am Fuße der 80 Jahre alten Bäume wächst das Heidekraut sonst nur in den Alpen. Wir haben eine Menge gemacht. Hier ist Luft geschaffen worden in dem Wald. Hier hat man Bäume entnommen. Die Flächen sind entbuscht worden. Und die Zielsetzung war, dass man hier Licht schafft und Wärme schafft, dass diese Schneeheide blühen kann und hier wächst. Und das ist wahrscheinlich auch eine Besonderheit, oder, in der Region? Das ist eine Besonderheit. Es gibt ein wunderschönes Waldbild im Frühjahr. Die Schneeheide blüht rötlich von März bis April und die Kiefern ist eine tolle Sache hier. Herr Fischer ist als Förster natürlich dafür mitverantwortlich, dass es in unseren Wäldern nicht nur gut aussieht, sondern dass der Baumbestand gehegt und gepflegt wird. Das heißt, ein Förster befasst sich mit der nachhaltigen Nutzung des Waldes unter Berücksichtigung seiner ökologischen und sozialen Funktionen. Und diese soziale Funktion wird bei unserer nächsten Station deutlich. Ja, Herr Fischer, ich glaube, Sie haben als Förster ziemlich viele Aufgaben, denen Sie gerecht werden müssen. Da hinten sieht man jetzt auch eine weitere. Ja, die Betreuung der Waldkindergärten ist eine sehr schöne Aufgabe für mich, weil ich mit den Kindern beieinander bin. Wir besuchen diese Waldkindergärten zweimal im Jahr, regelmäßig. Die Kinder freuen sich natürlich, wenn ich komme, wenn der Förster kommt. Sie kriegen auch an Weihnachten einen Christbaum geschenkt bei der Weihnachtsfeier. Ah, und ich bin in engen Kontakt mit den Waldkindergärten, weil wir machen auch hier diese Einrichtungen, die Sitzbänke, die Schaukeln, die Kleiderhaken für die Kinder. Und das macht hier Spaß, diese Waldkindergärten zu betreuen. Und es ist wirklich eine schöne Aufgabe für mich. Die Waldwichtel sind einer davon. Hier bekommen die Kinder einen intensiven Bezug zum Wald und der Natur. Braucht jemand Hilfe? Brauchst du Hilfe? Nee. Nee? Oh, okay, okay. Kannst du alles alleine, oder? Ja. Okay. Du brauchst Hilfe. Bei was? Beim Sägen. Soll ich festhalten? Da ist ja noch eine Säge. Ach, da ist noch eine Säge. Ah, das ist ja super. Ja, dann kann ich mitsägen. Oh, jetzt habe ich es aber drauf. Ja, jetzt hast du es wirklich drauf. Wie heißt du? Peter. Peter? So, Peter, jetzt ich wieder, oder? Okay, Achtung. Okay, Peter, du bist wieder dran. Warte. Ja, super. Okay, so, was machen wir jetzt damit? Jetzt tun wir das sägen. Ach so, das tun wir stückeln. Ja, es hört nie auf, gell, die Arbeit. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, das Wichtelhaus nimmt Formen an. Ich glaube, ich kann nächste Woche einziehen. Dach habe ich schon mal über dem Kopf. Dank den Kindern hier, der Waldwichtel im Hauenstädter Wald. Und jetzt sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Da haben wir noch, was hast du da noch? Können wir das noch brauchen? Beton, natürlich. Dann bau noch ein bisschen weiter, damit ich nächste Woche einziehen kann. Liebe Zuschauer, das war's auch schon. Und jetzt würde ich sagen, sagen wir alle gemeinsam tschüss. Ich zähle bis drei und dann winkt man ganz, ganz fest in die Kamera. Eins, zwei, drei. Tschüss! Und wer will jetzt noch mit mir hier einziehen? Ich. Du? Du auch? Ja.